Wolken. Langeweile, eine Wolke, scheinbar greifbar, freischwebend, zum Beispiel über dem Meer, auf blauem Hintergrund, der Himmel. Über dem Meer zum Beispiel freischwebend, erhaben und doch leer, aber anschaulich in ihrer Präsenz. Langeweile, eine Wolke. Fast schon romantisch, tatsächlich unnahbar, selbstbezüglich, irgendwie mächtig in ihrem leeren Dasein. Langweilig so eine Wolke, für mein leeres Dasein, für meine Selbstbezüglichkeit, tatsächlich Selbstunnahbarkeit. Aber irgendwie mächtig so eine Wolke, fast schon romantisch so eine Wolke, aber irgendwie mächtig so eine Wolke. Langeweile. Paul, mach vielleicht Schnee 1 an. Es bräuchte einen permanenten Gegenort Langeweile, einen permanenten erwartungsfreien Raum, immer offen, jeden Tag, den ganzen Tag. Kein Jugendclub, keine Psychiatrie, keine Kneipe, kein Meditationszentrum, vielleicht eine Turnhalle ähnlich, aber nicht so konkret ohne voreingezeichnete Spielfelder. Ein großer leerer Raum, offen, geöffnet, immer offen, immer. Ein Mensch darin. Einer, der immer da ist, der das auch mal aushält, wenn lange nichts ist, wenn es leer bleibt, aber der da ist, wenn dann einer kommt und erstmal nicht weiß, was mit der Leere anzufangen, der dann sagen kann, hey, ganz schön leer hier, ich weiß, aber hey, ich bin da. Gewiss kein Wachmann, nee, einfach einer, der immer da ist und zuguckt oder mitmacht. Einer der denen, die mit der Leere, dem leeren Raum, erstmal gar nichts anfangen können. Sagen kann, hey, nicht so schlimm. Einer, der auch mal was mit reintragen kann oder auch wieder mit raustragen kann. Aber auch einer, der weiß, wann er die anderen allein lassen muss mit der Leere. Der dann auch mal kurz rausgeht. Genau, das ist eine schöne Vorstellung. Jetzt die Katze bitte, Paul.
gerade SMS von Raimund bekommen, den Namen ist nicht immer, der nach seinem Termin beim Arbeitsamt in einer Leipziger Kneipe sitzt, als auswärtiger Korrespondent der Langeweile Folgendes zu berichten hat. Und die spielen groteskerweise ganz erträgliche Musik hier. Yesterday von den Beatles mit viel 80er Zeugen wie das großartige Come Back and Stay von Paul Young. Das ist das Paradies, wenn man schon mal bei einer Mitfahrgelegenheit mit RTL-Radio mal interpretiert wurde. Mitfahrgelegenheiten, diese ästhetisch grausamen Unternehmungen aus reinem ökonomischen Zugzwang. Derweil ist hier der Barfrau mit dem Klopapierentzug auf der Männertoilette vielleicht so etwas wie ein heimlicher Coup gegen den erduldeten Alltagsstudismus gelungen. Diese Vorstellung tröstet mich angesichts der eigenen Tempotaschentuchknappheit. Dieser Ort setzt positive Energien frei, während die heisere Bonnie Tyler singt, it's a heartache. In der Raumanhäufung steht seit zwei Tagen eine Hausabstraktion. Die Hausabstraktion gehört einer Studentin, die sich mit dem Thema Wohnen auseinandersetzt. Genau. Hausabstraktion. Konkret ein Gestell aus dünnen Aluröhren umspannt von roter Plane. Ein Spitzdach ist angedeutet. Eine Seite ist komplett offen. Die Hausabstraktion ist leer. Soeben bin ich mehrere Male um die Hausabstraktion. Ich habe diesen Text immer noch nicht laut gelesen, glaube ich. Soeben bin ich mehrere Male um die Hausabstraktion herumgelaufen. Mir fiel auf, dass das eine zielgerichtete Aktion ist, als im leeren Raum rumzulaufen. Auch wenn man einfach im Kreis laufen könnte. So ist es doch einfacher, um einen Fixpunkt zu rotieren. Auch wenn dieser Fixpunkt selbst leer ist. Man fühlt sich irgendwie sicherer auf einer Umlaufbahn um eine Leere, als schwerelos in einer Leere. Das ist interessant. Jedoch verleiht die rote Hülle der Hausabstraktion derselbigen und ihrer innewohnenden Leere eine gewisse Aura. Denn die rote Plane ist nicht durchlässig und schafft damit im Inneren so eine rote Atmosphäre, so ein rotes Leuchten, was ja nicht nichts ist. Jetzt nochmal Schnee 2, bitte. Ja, schönen guten Abend. Ich bin das weltweite Netzwerk für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Dankeschön. Tommy Neubert musste leider absagen für heute. Und der Abend heißt Langeweile an der Probe. Und ich wollte eigentlich, das war jetzt der Prolog quasi, und ursprünglich wollte ich mit so einem Gag anfangen. Und ich würde den einfach trotzdem jetzt machen. Dass ihr irgendwie wisst, was macht er da eigentlich? Die Handwerker haben natürlich den Gag jetzt erkannt, das war natürlich ein Akkuschrauber, kein Bohrer.
Das Interessante ist ja, also es geht gerade gar nicht quasi um euch, weil also man könnte die Frage ja auch so stellen, also wann wird es dem auf der Bühne eigentlich langweilig, wenn er einen gewissen Zeitraum das Publikum anguckt? Ich würde die Frage jetzt gar nicht auflösen wollen. Vielleicht kann man das einfach mal mit nach Hause nehmen und da weiter drüber nachdenken. Genau. Warte mal. Ich schaue mal, ob das richtig war. Stimmung ist. Netzwerke bedingungslos Grundeinkommen. Der Abend heißt Langeweile eine Bogen. Und Aufgabe dieses Abends ist, dass ihr euch mal so richtig langweilen müsst, könnt, dürft, sollt. Und also, dass man sich mal so richtig fragen kann, wie viele Opportunitätskosten denn jetzt noch. Genau, also ich werde euch heute Abend mal so richtig langweilen. Und damit euch das schwerer oder leichter fällt, habe ich mir ein abwechslungsreiches Programm ausgedacht. Und damit ihr so ein bisschen wisst, was ihr euch einlasst heute, werde ich das Programm jetzt schon mal andeuten. Als erstes kommt die Idee einer Lichtshow. Der zweite Beitrag hat den Arbeitstitel Arbeit einer Blasung bzw. Abgesang an die Leiharbeit. Ich glaube, man sagt richtig Zeitarbeit. Leiharbeit ist nur so Kritikerwort. Das wollen wir ja nicht. Als drittes gibt es Infotainment, und zwar habe ich den Soziologen Hartmut Rosa interviewt. Wer den nicht kennt, ich werde ihn nachher noch einführen. Ihr kennt den alle schon, oder? Naja, dann kommt kurzes zum, also um die ganzen Infos irgendwie zu verarbeiten, kommt ein demotiviertes Keyboard-Solo mit einem Aufreger hinten dran. Und dann kommt ein Cover-Song, der Langeweile als Blasé singt. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Am Schluss singt noch der Madrigalchor Weimar. Ich dachte mir, das als krönender Abschluss zum Chor ist doch mal was. Was soll ich sagen? Ich wünsche euch schönes Langweilen. Ich komme auch immer wieder mal, damit ihr auch mal ein bisschen das auch verdauen kurz. Und genau, ich gehe jetzt hin zu Paul und dann kommt der erste Programmpunkt für heute. Thank you.
dann geht's weiter. Arbeit eine Blase. Mehr will ich gar nicht dazu sagen.
Abgesang an die Leiber. Ja, jetzt kommt das Interview mit Hartmut Rosa. Das ist ein exklusives Interview. Genau. Was ich mit ihm geführt habe vor ein paar Tagen. Hartmut Rosa ist Soziologe und Politikwissenschaftler und hat einen Lehrstuhl in Jena seit 2005 und im soziologischen Diskurs ist er bekannt für seine Beschleunigungstheorie, also ganz verkürzt durch die Modernisierung der Zeit haben wir nicht an Zeit gewonnen, sondern wir haben eigentlich immer weniger Zeit. Genau, er hat zwei Bücher dazu geschrieben, neben vielen anderen Essays und Interviews. Seine zwei Bücher sind Beschleunigung und die Veränderung der Zeitstrukturen in der Moderne, 2005 und 2012, Weltbeziehungen im Zeitalter der Beschleunigung. Genau. Und was Hartmut Rosa sagt, das sind wir jetzt. Hallo Herr Rosa. Hallo. Schön, dass Sie ein bisschen Zeit haben für mich. Klar doch. Meine Frage an Sie ist, was fällt Ihnen spontan zu Langeweile ein? Thank you.
Ja, vielen Dank. Gerne. Ich hoffe, es war interessant für Sie. Total. Gut. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Das war noch mal in 5 Minuten. Wann? Doch. Gut. Ich hätte es aber noch kleiner falten können. Thank you.
Mal jemand so geliebt haben, so wie sie es immer machen. Thank you.
slowly, time goes by. So 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 slowly, time goes by. Times, 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 times
Thank you.